So, willkommen zurück in Part Nummer 2. Wir tanken hier voll Olle rein. Ist ja, ja, billiger als LMP, denn hier tankt die KI genauso tankvoll wie wir. Das Schöne ist, in der letzten Folge haben wir endlich unser Ziel erreicht. Endlich mal ausrollen. Beziehungsweise in die Box reinrollen. Weil, ich, wie gesagt, ne, ausrollen geht hier nicht. Ich glaube, ich weiß, wie schnell wird man dann, wenn man kein Benzin mehr hat? Dann guckt man, glaube ich, nur noch mit 20, 30 km/h, ne? Also, bei mir auf dem Dorf sind da schon viel. Aber jetzt auf der Rennstrecke nicht. Oh, 12 Runden dürfen wir jetzt durchheizen. Dass die mittleren Reifen mitmachen? Das hätte ich mir vielleicht jetzt mal überlegen können. Verdammt. Ja, egal. Jetzt müssen wir damit leben. Tolle ist, der erste Part ist schon rum. Wir sind jetzt hier im zweiten Part. Und wir sind immer noch nicht Erster. Wahnsinn. Die KI könnte diesmal was reißen. Es könnte vielleicht sein, dass wir diesmal nicht Erster werden. Obwohl, Leute, ne? Bleiben wir realistisch. Das ist ja Quatsch. Oh, fuck. Du bist wieder langsam unterwegs. Ich meine natürlich, oh, na, Mensch, das ist ja nicht gut. Da ärgere ich mich jetzt. Keine immer böse Schimpfwörter vermeiden oder Kraftausdrücke. Ein sehr kräftiges Wort. Holy shit. Ach ne, ich habe shit gesagt. Ach, Mann. Das ist doch... Oh nein, ich wollte schon wieder sagen, das ist doch Bullshit. Aber dann wäre es doch schon wieder das Gleiche gewesen. Die Tankanzeige können wir mittlerweile ausmachen. Ich glaube, damit werden wir die ganze Folge durchfahren können. Yo! Fuck! Oh, ein Jaguar. Auch einer der schöneren GT3s. Und der haut gerade ab. Ja, gut, ne? Gegen einen Jago-Motor macht man halt nicht viel. Sind wir schon sehr stark unterwegs. Oh, wir bremsen nicht. Oh, ich wollte noch nach links aus. Oh, wow. Okay, ich wollte noch nach links ausweichen, aber habe ihn dann doch noch mitgenommen. Hier ist dieses plötzliche Resetten so. Rup, rup. Reset. Hatte ich auch gerade im Training. Das hat mich richtig genervt. Immer wenn ich dann mal im Training da diese, was mir auch im LMP sehr oft passiert ist, diese, wie nennt sich das denn, diese Auslaufzone, diesen Notausgang benutzen wollte, direkt nach der Start- und Ziellinie, wurde ich immer zurückgesettet. Das war mega nervig. Da ging immer so ein bisschen der fahrische Flow raus. Und halt das Feeling, ne? Also. Ich finde, das müsste man echt abstellen, dass das dieses Zwangsresettet werden. Ich mag es überhaupt nicht. Ah, oh, schon wieder viel zu früh. Okay, diesmal sind die Reifen auch noch gut, ne? Also, die Bremspunkte, die wir ja noch gerade gelernt haben, da waren die Reifen schon K.O. So, wir fahren mal hier komplett außen lang für eine richtig schnelle Runde. Wir haben hier noch gute Reifen. Das wird erstmal ausgenutzt. Tank. Oder Reife, oder ja doch, Tankverbrauch ist auf volle Olle eingestellt. Sehr gut. Oh, da ist noch ein RSR. Nett. Ob wir die noch aufholen in der Runde? Ja, bestimmt, aber. Und ob wir vorbeikommen? Das wird die Frage. Ja, wir werden definitiv vorbeikommen. Wir sind gleich an der zweiten imaginären DRS-Stelle.
Okay, Porsche haben wir. Easy Snack. Weiter geht's. Jago wieder. Den werden wir auf der Gegengerade überholen. Oder wir bremsen uns gleich richtig schön vorbei. Aber das machen wir nicht. Eieiei, er haut wieder alles auf die Bremse drauf. So, er wird geflackert. Das sieht man leider nicht. Gibt keine Blendeffekte in diesem Spiel. Oh shit. Okay, wir holen jetzt Anschwung für die schnelle Runde. Oh Gott, der Jago, Leute, der hat echt Power. Der hat echt Power. Aber es interessiert uns nicht. Wir machen den gleich fertig beim Anbremsen. Sprich, wir fahren fair vorbei. Nicht so wie bei unseren. Oh shit. Okay, fuck. Okay, das war. Ach! Das meinte ich! Dieses Zurücksetzen, das ist so unflowig. Aber das hatten wir ja in der LMP nicht. In der LMP-Season konnten wir durchfahren. Ich meine, ist ja nicht ohne Grund dieses eine Bild als Thumbnail erschienen, wo ich da zwischen den Pöllern drumherum geschlingelt bin. Was ist denn hier los, ey? Das ist komisch. Also, in der LMP tacken sie nicht nach. Aber man darf dafür so fahren, wie man will. Und hier tanken sie nach, aber man darf nicht so fahren, wie man will. By the way, wo mein Bruder mal mit mir telefoniert hat, meinte er so, hey, also, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber bei mir tanken sie alle vorbildlich nach, ne? Also, ist da kein Problem. Was ich wieder frech fand, weil, wie gesagt, ich war wirklich mega traurig an dem Tag, wo ich Le Mans aufgenommen habe mit dem LMP, weil ich mir dachte so, ey, geil, wirklich LMP, dennoch ein Audi, also Traumfahrzeugsklasse, Traumfahrzeug, Traumstrecke, Traumkombination. Und ja, dann wurde es leider, ja, gut. Fahrisch war es spaßig, ne, aber es war halt nicht spannend. Und das ist ja das Wichtige. Wieder das Heck kommen. Vor uns ist der Jaguar wieder, aber den werden wir erstmal nicht angreifen können. Wir können uns vielleicht an der Stelle reinbremsen, wo sich in dieser Saison in Monza Vettel und Hamilton sich bekriegt haben. Eieieiei. Das war ja knapp. Auf sogar eine gute Prognose von mir. Also, das können wir machen. Hoffentlich drehen wir es aber nicht raus wie Vettel. Sondern machen es geschickter. Oh, er dreht mich raus. Er macht... Oh Gott. Yo, Alter, was ist das denn? Die haben mich ja richtig ausgebremst. Diese Kiesdinger. Bin ja fast rückwärts gefahren. Oh, Scheitelpunkt ist was anderes. Oh, da war doch eine Berührung. Schade, es sah so schön smooth aus. Wahnsinn, also ich bin mittlerweile echt so ein Anglizismen-König. Ziemlich ugly, ey. Wortwitz. Oh, nicht das Heck kommen. Nein. So ja nicht. Sind wir eigentlich mittlerweile? P5. Wo sind die anderen? Oh, sehr weit weg. Das wird noch spaßig zum Ende des Rennens. Ich hätte vielleicht doch mal trainieren sollen. Zwischen den 5 Tagen. Aber wir haben jetzt wieder Platz, Leute. Das heißt, Leute, wir fahren wieder auf schnelle Runde. Oh, 2 Sekunden dick minus. Dafür fahren wir jetzt gleich eine 1,49. Safe call. Wo müssen wir hier bremsen?
Ja, und anscheinend dort. Sehr gut. Mehr Glück als Bestand gerade beim Bremspunkt gehabt. Ah, 2 Zehntel schon besser. Immer noch? Oder resettet sich das Ding nicht mehr? Ja, oder stimmt, das Modic Display resettet. Okay, gut. Resettet sich doch bestimmt wieder an den ganzen Checkpoints. Yep, 8 Zehntel besser. Und im ersten Gang. Okay. Ganze Zeit, die wir gut gemacht haben, alles wieder verkackt. Oh ja, verkackt. Jo, oh, jo, ja. Eieiei, das bremst aber richtig gut runter. Was ist das für ein Kies? Ist das Kies oder sind das irgendwelche Magnete, die mich so instant bremsen? Alles Magnetsteine. Wo wir gerade bei Verschwörungstheorien sind. Die Erde ist ein Dreieck. Und ist flach. Und... Gewitter sind keine Gewitter, sondern die NASA verschleiert nur die ganzen Weltraumschlachten zwischen den Aliens und den Deutschen und den Echsenmenschen. So, jetzt reicht es aber mit Verschwörungstheorien. Keine Bestzeit, aber dafür die jetzt kommt. So, auf geht's. Bestzeit 1:49. Let's go mit Ansage. 1:49.998. Safe. Oh nein. Okay, wieder viel zu viel Schwung verloren. Das wird wieder nichts. Schade. Ich glaube, es muss aus natürlichen Wege passieren. Das sind so her... erzwungene Dinger, das wird nichts. Ich bin heute echt schwachbehindert, Leute. Das ist Wahnsinn. Aber ich glaube, es kommt davon, weil ich heute einfach viel zu viel schon gesprochen habe. Ich habe heute, glaube ich, 2 Stunden am Stück Rainbow Six gespielt. Und wenn man da nur am Dauertalken ist... ja, ist man danach schon gut am Arsch. Ah, nee, das wird ja eine komplette krebsige Runde werden. Oh Gott. Aber dafür, irgendeine Runde im Laufe des Rennens wird dafür richtig gut werden. Ohne dass ich es auf Zwang herprovoziere. Oh, P4 mittlerweile. Da war wohl jemand in der Box. Warum kriege ich sowas nicht mit? Frech. Nein, das wird nichts. AstroTurf. Lass mich. Eieiei. Eine 52er Zeit. Eieiei. Das war ja nichts. Es hat immer noch 1:51.658. Obwohl, ich kann ja mal versuchen, jetzt mal in der Außenperspektive zu fahren. Damit ihr mal so ein bisschen Wagenlackierung sieht. Seht, nicht sieht. Oh Gott, heute ist echt nicht mein Tag, Leute. Ich hätte einfach mal im Bett liegen bleiben sollen. Kaum habe ich die Außenperspektive, schon vergesse ich das Schalten. Okay, Leute, das geht. Naja, der zweite Gang war nur komplett falsch gerade. Aber so kriegt man auch mal wieder ein bisschen Fahrzeugklang mit, ne, in der Außenperspektive. Ist schon geiler als... Also vom Sound her ist es geiler gerade als Cockpit.
Übrigens habe ich jetzt meine Tassen neu belegt. Das heißt, ich kann jetzt mit den normalen Lichtflackern und mit den Aufblendscheinwerfern, die aber irgendwie in Gran Turismo Sport nie sichtbar sind. Ist ja auch ganz angenehm hier zu fahren. Das macht echt Spaß. Oh fuck, Leute, ich sehe schon wieder. Die Folge dauert schon wieder viel zu lang. Aber egal, Leute. Morgen, 15 Uhr, Leute, geht's weiter. Der Leute-Counter ist fast schon zweistellig geworden in dieser Folge. Aber Leute, das interessiert uns nicht. Denn, Leute, morgen geht's weiter, 15 Uhr. Von daher, haut rein, bye bye and have a great time. Leute. Bye, have a great time.